Hier, könnt ihr euch noch erinnern an die gute alte Zeit? Ja, früher, gell, bei den Geburtstagen von den Eltern, als sie am Küchentisch gesessen sind. Ja, wir wollten auch nicht sitzen. Wir wollten bei den Erwachsenen sitzen. Ja, weil die haben über so wichtige Sachen geredet. Die hatte so unglaubliche Themen. Heute sitze ich bei der Erwachsenen. Und über was reden wir? Rückenschonende Matratze. Ja, und Prostata. Na, wer von euch hat eine rückenschonende Matratze da? Ja? Oder hat's mit der Prostata? Ja. Was würde man nicht heute drum geben? Ja? Wieder mal am Kindertisch zu sitzen. Tja. Ja, die gute alte Zeit. Hier, gehen wir doch mal zurück in die gute alte Zeit. Sagen wir mal ins Jahr 1970. Ja, ich kann mich deswegen noch so gut an 70 erinnern, weil da bekam ich zu Weihnachten ein Original Ketka. Ja, mit Luftreifen. Ja, damals, da bekamst du für 60 Pfennig noch ein Liter Benzin oder alternativ drei Bällchen Eis. Ja, die RAF wurde geboren und der Schulmädchen-Report war auf Platz 1 in den Kinos. Ja, während sich die Ahne also in irgendwelche Hinterzimmern oder Kinoleinwände vereint haben sich die Beatles getrennt. Die Fußballhelden meiner Zeit, das war der Uwe Seeler. Oder, naja, wenn du hier aus der Region bist, der Jürgen Grabowski. Ja. Im Fernsehen hatte man Lassie und Flipper. Ja, für den Spaß, dick und doof. Und meine erotische Erweckung hatte ich mit 11. Durch die Pippi Langstrumpf. Ja. Er lacht nicht. Die Pippi war die erste Frau, die ich in Strafse gesehen hab. Ja, naja, ich war so verliebt. Hey. Und wenn du heute Pippi und Erotik im Internet eingibst, tja, findest du alles. Nur nicht die Serie. Ja, und wir haben uns getroffen. Ja, auf dem Dorfplatz zur festen Zeit. Ja, wer dabei war, war dabei. Wer nicht, hatte keine Zeit. Wer brauchte Kartdudel-Umfrage? Unsere WhatsApp-Gruppe, gell, die hieß Partykeller. Und unser Facebook, das war's Poesiealbum. Tja, ja, so Partykeller. Ja, das war so ein verdunkelter Ort der Verruchtheit. In dem konntest du zeitweilig ja, deinen peinlichen Eltern Stockwerk über dir entgehe. Tja, zur Pflichtausstattung gehörte neben der Dreikanal-Lichtorgel auch der Bastumhüllte Chianti-Flasche als Kerzenhalter. Wo an der Wand hingen massenhaft Bravo-Poster und mindestens ein Che Guevara-Bild. Tja, in der Ecke, ne, auf dem Boden, da lag eine Matratze. Da wird heute jeder Allergiker. Ein anaphylaktischer Schock kriegen. Tja, wenn du Mädels dabei hattest, da lief die ganze Zeit der Laboom-Soundtrack. Wir haben nicht nur Laboom gehört, wir waren auch Laboom. Und wir wären so gern auch in der blauen Lagune gewesen. Ja, gut. Also, ja, heute treffen wir uns immer noch mal ab und zu mit der Clique von damals im Partykeller. Ja, nur Flasche drehen, das spielen wir nicht mehr zum Trinken. Na, das war jetzt falsch. So. Ja, heute treffen wir uns noch mal ab und zu mit der Clique von damals im Partykeller. Nur Flasche drehen. Spiele mir jetzt nicht mehr zum Knutschen, sondern nur noch zum Trinken. Naja,
die Elge ist halt auch nicht mehr die Fackel, wie sie früher mal war. Heute ist es eher so ein ausgedehnter Flaschenbrot. Ja. Ja, wir treffen uns aber immer nur freitags. Ah ja. Ja, das ganze Wochenende brauchen wir nämlich, um uns von den paar Bier wieder zu erholen. Tja, die gute alte Zeit war schon schön, dabei gewesen zu sein. Macht's gut. Tschüss.